Hallo zusammen, wir grüßen euch. Wir hoffen, es geht euch allen gut. Wir sind heute mal auf dem Ostkopf, hier allerdings gerade bei der Umfahrung von der Sektion 1, da es doch relativ stark geregnet hat und erfahrungsgemäß dort einige weiche Stellen sind, sind wir erst ab der Sektion 2 in den Baden-Dubon Trail reingefahren. Also ein bisschen laufen lassen, einlenken. Perfekt! Und dann wünschen wir euch viel Spaß bei unserem heutigen Video. Jetzt kommen wir hier auf den Forstweg, dann geht es nach rechts, wo auch der Hubelfuchs-Trail beginnt. Und okay. Hier geht es rein in die Sektion 2 vom Baden-Dubon-Trail. Bremse auf. Sehr gut, sehr gut. Danach geht es hier weiter über ein kurzes Stück Forstweg in den nächsten Abschnitt von der Sektion 2. Jetzt kommen wir hier an den nächsten Abschnitt, ziemlich steile Einfahrt, wie jetzt gleich zu sehen ist. Und hier wurden zwei Stufen eingebaut. Den hat die Karin jetzt heute nicht gefahren und hat die Umfahrung genommen, ist sie aber auch vorher schon mehrfach gefahren. Auch hier nochmal steiler Abschnitt. Und hier treffen wir jetzt wieder aufeinander. Auch wieder ein kurzes Stück Forstweg und dann geht es wieder links rein in die Sektion 3. Auch hier insgesamt doch recht starke Beanspruchung, auch auf dem Baden-Dubon-Trail. Und natürlich würden wir uns sehr über einen Daumen hoch oder gar über ein Abo sehr freuen. Danke!
hier jetzt auch noch mal zu sehen, wie ausgefahren das stellenweise ist. Gut. An sich jedoch vom Untergrund sehr gut zu fahren. Es gibt einige Stellen, wo immer wieder mal etwas des Wasser stand, also Pfützen. Jetzt kommen wir hier auch an einen Abschnitt, den die Karin nicht fahren kann, technisch zu anspruchsvoll. Sehr steile, enge Kurve mit Wurzelstufen, wird gleich zu sehen sein. Wirkt es hier von außen gar nicht so wild, ist aber nicht ganz einfach, das hier so zu fahren. Jetzt eben gerade diese Stelle, da muss halt ein Stück geschoben werden. Ist ja kein Problem. Jetzt auch hier ziemlich steile Abfahrt. Hier die Stelle kurz von unten zu sehen. Und jetzt kommt die Karin. Bremse auf. Sehr gut. Hier nochmal aus Karins Perspektive. Und weiter geht's. Hier kommt jetzt auch gleich nochmal so eine Stelle mit einer etwas hohen Stufe. Etwas zu anspruchsvoll für die Karin. Traut sie sich nicht. Muss ja auch nicht sein. Nicht alles kann man nicht erzwingen, nur was der Kopf mitmacht. Jawohl. Dann geht es jetzt hier weiter in die Sektion 4.
sind ja auch viele Stellen für die Karin als Frau mit 71 auch nicht ganz so ohne. Und wie gesagt, muss gar nicht alles sein, nur was man sich selber zutraut. In unserem Alter kann man auch nichts erzwingen. Da kriegt man schon Grenzen aufgezeigt. Auch hier kommen wir jetzt an eine Kurve, die links steil über eben Wurzelkanten runtergeht. Auch recht schwierig für die Karin. Dann haben wir hier auch nochmal gehalten und sind ein Stück, hier ist die Kurve nochmal zu sehen, recht steil. Und sind hier ein Stück abgelaufen, haben uns das mal angeschaut vorher. Ganz unten, das ist der größte Matschberg. Oh, was soll das hier? Ja, da muss man über den Stein. Da muss man über den Stein. Oder neben dem Stein, wie auch immer. Dem noch. Guck mal kurz. Ja, ja. Zugfährlich, ja. Einschätzen. Ja. Ansonsten? Ja, hier drüber. Und da drüber. Und da auch, ne? Ja. Ja gut, da bräuchst du nicht unbedingt, da könntest du dann nur auch hier neben dran. Kann ich hängen mit der Pedale? Nö, wenn sie parallel stehen hast, eigentlich nicht. Guck ich mal, wo ich hinkomme vom Weg. Ja, ja. Wenn nicht, einfach drüber. Ja. Wenn man hier nicht so oft fährt, ist es in der Regel eh immer besser, sich manche Stellen vorher anzuschauen. Bevor man verändert sich ja auch dauernd. Okay. Muss mir erstmal ein Rad hinrichten, wenn du weg bist. Ja, ja. Ja, gehst da runter ein Stück. Und jetzt die Karin, selben Abschnitt. Macht sie sehr gut und kann solche Stellen auch immer besser einschätzen. Sehr gut. Jetzt kommt dann hier eine Stelle, die ist noch was für mich. Die ist auch neu gemacht worden, also bin ich auch noch nicht gefahren. Premiere. War früher anders. Hier ist auch einiges gebaut, verändert worden. Hier nochmal von außen zu sehen. Auch recht steil mit hohen Wurzelstufen. Sieht im Video natürlich harmloser aus. Hier rechts würde es jetzt weitergehen in die letzte Sektion, aber die haben wir auch heute wetterbedingt ausgelassen. Da man eben weiß, erfahrungsgemäß, wie es nach dem Regen dort in dem Bereich aussieht. Hat gepasst. Und nun hoffen wir, dass euch das heutige Video gefallen hat. Und bald auch hoffentlich bis zum nächsten Video. Liebe Grüße von Karin und Karl. Pfui.